komm. Ja, 7 Uhr 10, Sonnenaufgang hier in, wo sind wir? Teichensee. Hinter München ist das. Ja. Und hallo und herzlich willkommen zu unserem Kanal Random Bratans. Wir sind wieder zurück. Entschuldigung dafür, dass wir so lange abwesend waren, aber Arbeit und sowas, neuer Job. Ja, wir haben uns jetzt einen kleinen Kurztrip gegönnt. Kurztrip. Und sind jetzt hier an so einem See, das heißt auch die Bayerische Karibik, weil das Wasser hier wahnsinnig klar ist. Echt schön. Wir sind gestern um 2 Uhr in der Früh angekommen, also so ungefähr vor 5 Stunden, sind 3 Stunden gefahren. Und ja, jetzt sind wir hier und genießen unser Leben. Es ist zwar wirklich arschkalt, weil man halt einfach merkt, so, the winter is coming. Ist ein bisschen hart. Für mich fühlt es sich extrem kalt an. My last year was Cambodia and shit like that. Und jetzt elegant. Wenn das nicht cool aussah. Also bis gleich. Oh, da sind wir an diesem schönen Spot. Ist jetzt nur so ein kleiner Weg. Zu krass klar. Also man sieht auch, wie weit man sieht. Wie weit man sieht. Wahrscheinlich hier diesen Anaconda drin. Aber warte, Joe, wo tue ich Dings hin? Hier. Sag mal. Wie heißt es? Decke. Genau. Ja, tu über irgendeinen Ast hängen. Aber gibt. So, jetzt schmutzen wir erstmal das Wasser. Oh, also. Oh, angenehm. Ist kalt, aber angenehm. Gar nicht so kalt, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber. Ja, Bro, du tust jetzt voll an die Stelle. Ja, wo es dreckig wird. Ja, wo du den ganzen Dreck aufgewirbelt hast. Aber, Digga, gib mal das Panorama. Wie die Wolken über. Und mit diesem See hier unten drunter. Ist echt geil. Ich spüre, wie mein Fuß abstirbt. Ich spüre meine Füße nicht mehr, aber wenn ich hier so Blubberblasen. Wenn so Blubberblasen kommen, heißt es das nicht, dass da so eine Muschel ist oder so? Nee, Bro, das war von oben auf dem Tropfen Wasser. So, Meeresforscher und so. Gar nicht, gar nicht. Ich dreh durch, Alter. Ja, Alter. Alter. Draußen ist doch wärmer. Hey, Mann, das ist doch immer so, oder? Du gehst jetzt. Schau mal. Hey, du kennst das doch von Hallenbad. Ja, wenn man in Hallenbad ist, man geht zuerst ins kalte Becken und dann ins warme Becken. Ja. Dann ist das warme Becken doch viel wärmer. Ja, aber wo haben wir ein warmes Becken? Ja, die warme Luft draußen. Die ist auch nicht so. Aber das Licht hat. Hey Mann, ich fühle mich aber schon, von euch. Aber ja? Schon nackig schwimmen gehen. Oh, kalt. Aber lass mal ein bisschen spazieren gehen. So, ich zeige euch dann gleich die Gegend nochmal. Zu wild. Es ist egal, was passiert. Leider haben wir es nicht auf Video. Es ist. Was ist? Ist der Junge reingefahren? Ja, ist ja in Ordnung, Alter. Das ist. Guter Morgen, das hat dich übelst geweckt, Mann. Alles in Ordnung. Shit, was ich umschiss. Gar nicht kalt oder so. Der Frieden in Person. Was? Die Frieden. Der Frieden in Person. Der Frieden. Oder wir nehmen uns zu was. Einfach rausschieben, meinst du? Ja, und einfach loslegen. Oder wir schwimmen mal raus und holen uns die Dinger da hinten, die im Wasser sind. Ja, schwimm mal los, ich warte hier auf dem Ufer. Meinst du, man. Ja, safe. Nee, weil Leo was sagen, aber scheiß drauf. Schön klar, das Water ist. Und ist anders rutschig, weil das alles lehm ist. Pass auf, ich greife da rein. Aber hier ist so wenig, warum? Aber man sieht es.
Cool, oder? Scheiße, das hätte ich auch. Und da, bei dieser Lücke, da wo man so den Berg sieht, da ist eine Seilbahn. Der Lift fährt. Ja, er fährt echt. Ernsthaft? Ja, er fährt. Hey, Leute, was machen wir? Joe, ich fahr da nicht. Bitte, wir haben genug Zeit, lass uns da hochgehen, bitte. Ich kann das nicht, Joe. Komm, wir machen. Ich kann das nicht. Komm, wir machen, auf geht's, jetzt los. Ich kann das nicht, Joe. Also kannst du es nicht? Ich hab voll Höhenangst. Ja, ich werde das. Hey, Maxi und ich halten links und rechts deine Hand. Ja, es yes, geht nicht, Joe. Ich werde das nicht schaffen. Wenn man irgendwo noch stehen bleiben kann, bleib stehen. Ich will das Panorama noch sehen. Ja, da wo wir vorhin umgedreht haben. Da haben wir umgedreht. Da irgendwo vorne. Oh, die Sonne ballert richtig. Pass auf, jetzt kommt gleich. Also wo ich gerade eben umgedreht, ja? Safety gerade, wir sind ja hier durch den Tunnel davor gefahren. Okay. Ja, auf jeden Fall. Das war ja direkt vor dem Tunnel, oder? Ja, stimmt. Stimmt, ja. Aber hier, ich glaube, da ist die Seilbahn geschaut, aber hier ist halt zu. Die Seilbahn ist zu. Das ist weg. Ich hätte sowieso in die Hosen geschissen. Ja, weil du Höhenangst, du hast so viel Ängste, Bro. Ja, ich habe echt viel Ängste. Einfach fallen lassen. Bester Beifahrer bitte. Gar nicht am Stellenkletter. Bist du? Man sieht halt gar nichts, so diese Kack. Ja, fahr dein Geschiss noch einmal. Da, Zimmer. Belegt, Alter. Da waren, sind wir, glaube ich, schon viermal oder fünfmal lang gefahren. Mittag miteinander. Guten Tag. Wir sind angekommen, zu Hause wieder. Zu Hause. Wir sehen leicht kaputt aus. Ich nicht. Wir haben unsere Fahrt überlebt, bis auf eine Situation. Die war dezent kritisch, Alter. Ja, der Opa, Alter, Kamikaze-Opa, Mann, hat uns was auf der Autobahn. Hat uns was auf der Autobahn gebracht. Der muss nicht nach hinten schauen, wenn der nach rechts abbiegt. Von ganz linke Spur bei vierspuriger Autobahn. Von zieht ganz er einfach links, von nach links ganz nach rechts. Weil er hat Ausfahrt verpasst. Der muss nicht nach hinten gucken. Der also war ganz knappe Spaß, Geschichte. Aber zum Glück war hinter uns auch noch frei, dass wir abbremsen konnten. Also ist nichts passiert. Ja. Toi, toi, toi. Dings, das war's eigentlich. Ja. War auch nicht so ein krasses Video. Aber war ein cooles Video. Erfahrung. Es werden noch mehr Roadtrips kommen. Ja. Aber halt mit Arbeit, dieses, das Kritische. Ich bin auch noch halt, an. Geht halt dies. Ich habe drei so Schichten offen. Auch noch. Ja. Das wird auch eine Scheiße, Mann. Wann hast du Schicht immer? Weiß noch nicht. Die ersten zwei Wochen, wenn ich anfange, sind Normalschicht, 8 bis 5. Und danach früh, spät, Geister. Und ich weiß nichts, wie ich das mache. Ob ich mit Psyche überlebe oder nicht. Ja, die überlebst du auch so nicht. Also richtig schlimmer kannst du nicht werden. Das stimmt. Also scheiß drauf. Okay. Dann fass es mal mit uns. Penne. Penne. Penne.